Ja, ich bin im Frame. Sehr geil. Guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag. Bei uns ist es früh morgens. Wir haben eine Produktion an Land gefahren und zwar drehen wir heute ein Making-of zu einem Kino-Werbespot. Für eine der örtlichen Parteien. Heute ist Drehtag. Und wir haben jetzt hier so eine kleine dreiteilige Making-of-Reihe, um euch mal zu zeigen, wie dreht man überhaupt einen Kino-Werbespot oder überhaupt eine professionelle Produktion. Auf was muss man achten? Was ist wichtig? Er hier wird uns das Making-of drehfilmen. Alles im Hintergrund. Aber professionell. Also dieses Video heute wird eine Anlehnung an einen bekannten FDP-Spot werden und wir als Hommage-Künstler-Kreative werden das auf interessante Weise umsetzen. Wir haben hierfür unser Slider dabei, wir haben große Kameraaufbauten dabei, Carsten packt noch ein bisschen Stuff ein, wir haben ziemlich viele Stative, Beleuchtung. Wir haben einmal die GH4 auf dem tollen Rig, wir haben einmal die PXW als schöne Handschusskamera fürs Making-of und natürlich für unser B-Roll-Material die G7 mit Gimbal-Funktionen, Strom-Steckdosen und Panzertape. Es gibt nichts Wichtigeres wie Panzertape. Wir haben hier verschiedene Akkus für die ganzen Kameras. Hier Powerbank zum Laden, verschiedene Akkus und Batterien muss man immer dabei haben. 9 Volt für unseren Audioverstärker muss man dabei haben, ist alles wichtig. Mikrofone und HDMI-Kupplungskabel, so und so weiter, Funkstrecke und natürlich Batterien. Und eine Zange. Zange. Zoom H1 super wichtig, weil wir mobil schnell noch was rekorden wollen und haben keinen Ton. Jetzt geht's erstmal weiter. Wir packen verschiedene Gestänge und Gestelle ein. Was wir natürlich machen müssen, wir brauchen Stative ohne Ende. Ihr seht zum Beispiel hier, das hier ist unser großes Stativ, aber wir haben von diesen Stativen ja noch mehr. Carsten, auspacken! Wir haben ein Objektiv, an dem wir ein Ringlicht anbringen können, das wir jetzt da drüben dran haben. Ein Verstärker, über den wir 2 XLR-Kabel reingeben können. Schön mit Knöpfchen. Wir haben hier oben 2 verschiedene Funkstärken, um Ton wireless aufnehmen zu können mit Griff. Eine schöne Zoom-Linse, Mounting-Möglichkeiten für andere diverse Dinge und hier oben für ein Kontrollhandy den anderen Mounting-Point. Schultertrage und natürlich Angriffe, die ich alle mit einem lustigen Schraubenheckzeug zusammengebaut hat. Aber das ist okay, finde ich. Zeitplan ist ziemlich eng gehalten. Wir sollten jetzt um 9.30 Uhr die Darsteller abholen, weil um 11 Uhr sind wir schon im Studio. Wir haben ein Studio angemietet und in dem machen wir heute den ganzen Tag mega coole Action. Auf was sollte man achten? Die richtige Ausleuchtung. Hier seht ihr zum Beispiel ein Beispiel für richtige Ausleuchtung. Ich habe eine schöne Spitze. Das nennt sich ein Licht, das aus einem gewissen Winkel hier oben kommt und meine Haare vom Hintergrund separiert. Wenn ich die Hand davor halte, ist das weg. Über diese Sachen werden wir dann später noch ein bisschen mehr erzählen. Das hier ist zum Beispiel eine Scheiße. Einstellung, die man nie machen sollte. Ganz wichtig für sowas wie so ein Dreh und vor allem für das Making-of dafür sind Kleinigkeiten. Wollt ihr, dass der Schauspieler gut ausgeleuchtet ist und nicht nur einseitig ausgeleuchtet ist und dass alles richtig gut aussieht, braucht man manchmal das hier. Eine Reflektorfolie. Wozu ist die gut? Den kann man auch noch öffnen. Dann sieht man hier drin, dahinter ist der Weiche. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehe und ihr seht, das Licht brettert mir jetzt viel zu heiß rein. Wenn ich den hier aufhänge, haben wir auf einmal ein ziemlich angenehmes, weiches, diffuses Licht. Und hier haben wir die andere Seite der Folie, also wir haben noch einen kleinen Ring. Und dieser kleine Ring hat was Schönes, seht ihr diesen Goldeffekt? Das ist richtig hartes Licht, aber es hält halt schön auf, wenn man in einer Fotosituation ist. Die Goldfolie hingegen macht das Licht etwas weicher und etwas brillanter und tut die Hautfarben besser betonen. Weiter geht's, wir müssen los. Zu Carsten. Ein bisschen die Brille. Ich weiß, danke schön. Wir sind gerade angekommen am Studio in Fürth und da werden wir jetzt diese schöne Nummer drehen. Deswegen sind wir jetzt auch dabei und bauen mal auf. Die Zeit ist schon wieder, ne? Wir haben Zeitplan. 11.15 Uhr, wir müssen jetzt mal strategisch loslegen, ne? Also. Strategisch. Der Aufbau ist so gerade schon voll am Gange. Das ganze Studio, alles, da sind sie schon der Aufbau-Aktionen. Alex ist irgendwo verschwunden, keine Ahnung, wo der ist. Ja. Die Akustik ist so minimal
mittelmäßig, deshalb werde ich da jetzt auch noch ein kleines bisschen was ändern. Kamera aus meiner Hand, was eigentlich ziemlich cool ist, und würde ich mal zeigen, wie dieses Framing dann aussieht. Wie wir es dann final gedacht haben, so Sitzposition mit Interviewgast und alles super lustig. Und dafür haben wir verwendet ein paar kleinere Strahler. Reicht vollkommen, hab den weichen Diffusor davor geknallt. Ist das Licht nicht zu harsch? Das gleiche da drüben, nennt sich ein Dedolight, ist ein bisschen teurer, muss man nicht unbedingt haben. Erzeugt aber hier so diese geile Spitze auf meinem Kopf. Mega Zeug schon aufgebaut, das hier, große Wannenstrahler. Das gute Stück hier ist eine Blackmagic 4,6K mit einem ganz normalen V-Mount Akku. Vorne eine Mattebox drauf und ein 35mm mit 1,4er Blende, glaube ich. Genau. Auf einem Gleitgear-Slider hier das Gewicht drauf hast, bei dem Slider. Dann gehen diese Rollen nicht ganz dran. Wichtig ist, dass drei Rollen davon Berührung haben zu dieser Schiene. Ist ja auch mal mein Turn, ne? Also jetzt legen wir mal los hier nicht in der Kamera. Wir hatten einen relativ rauen Start in den Tag, etwas übermüdet, ziemlich viel Equipment zusammengepackt. Dann haben wir das Ganze hierher geschafft. Dagmar haben wir auf dem Weg eingesammelt und aufgebaut und losgelegt. Und wir haben ziemlich viel lustige Dinge erlebt. Erstmal Detailshots von völlig unterschiedlichen Gerätschaften und Objekten, die wir natürlich positionieren und trapieren mussten. Natürlich Persönlichkeitsaufnahmen, das Ganze gemischt unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Und daraus soll ein kurzer Werbeclip werden. Wie baut sich das jetzt auf? Wir haben tagelang erstmal daran gearbeitet, ein Skript und einen Entwurf uns auszudenken, alle zusammen. Diesen Entwurf haben wir zu Papier gebracht, kleines Storyboard gezeichnet. Bisschen drüber geredet, was wollen wir verwenden, wo wollen wir die Hommage ansiedeln. Auch wenn man einen Hommage plant, so wie wir es dann im Endeffekt umgesetzt haben, muss man die rechtlichen Grenzen immer im Hinterkopf behalten. Und bei rechtlichen Grenzen meine ich nicht nur politischen oder staatlichen, sondern auch die Grenzen einer Kadrierung in einer Kamera. Oh, der Überleitung. Ah, ich liebe die Überleitung. Dieser Film ist zum ersten Mal echtes cinemaskopisches 21:9. Was wir sonst nie drehen. Sonst haben wir immer diesen schönen Frame-Crop gehabt. Dieses Making-of ist jetzt nicht im 21:9 Stil gehalten. Aber man muss bei der Kadrierung, bei der Einstellung natürlich immer beachten, dass verschiedene Formate, Aufnahmeformate, extrem unterschiedlich wirken durch so einen Sucher. Da das für den Mensch, ist das menschliche Auge wie eine Vergrößerung wirkt, wenn man beschnittene Balken drin hat. Es wirkt näher, obwohl es eigentlich weniger zu sehen ist, was völlig unintuitiv ist. Aber auf einer Leinwand oder auf einer Kinoumgebung wird das Ganze so umgesetzt. Wichtig für uns war auch, dass wir heute nichts mit Ton aufgenommen haben. Das machen wir dann später bei uns im Studio, um eine bessere Soundqualität zu gewährleisten, weil man hat extrem viel Hall. Und den nachträglich rauszubearbeiten, ist extrem aufwendig. Da werde ich dann weiter in dem nächsten Video drüber eingehen, wie man das Ganze am schönsten aufnimmt, dass es im Kino auch gut klingt. Multi 1, Punkt 3, Punkt 4, wie viele Subwoofer hatten so im Kino? Ja, die Stolpersteine haben wir eigentlich erst heute früh mal so richtig angegangen hier mit, wie heißt das Ding, Axwinkel? Axtsprung. Axtsprung. Im Vergleich zu unseren normalen, alltäglichen Stuff ist es natürlich wesentlich größer, flexibler. Ja, Bewegungsabläufe, Lichtsetzungen immer wieder umstellen, ändern. Ja, es ist sehr anstrengend, sich umzustellen von jetzt auch gleich eigentlich, komplett umzudenken, versuchen einfach alles anders zu machen. War eine Herausforderung, ich hoffe, es hat auch irgendwo funktioniert. Ich muss ja den ganzen Spot ungefähr 5 Themenbereiche abdecken, weil wir sowohl jetzt von der allgemeinen Politik was drin haben wollten und für die Bezirkskandidatur neben dem Sozialen, der den größten Bereich ausmacht, auch vom Haushaltsansatz her, noch die Bereiche Kultur, landwirtschaftliche Bildung, Fischereiwesen.
mit enthalten sein sollten. Und das war dann eigentlich so vom Aufbau her das Genialste. Dass auch das Thema Sicherheit, was ja von der AfD und von der CSU so gespielt wird, dass wir nur in irgendwelchen bedrohlichen Situationen hier leben und dass die Leute ja nur noch Angst haben müssen, ob das vor Migranten ist und so weiter und so fort, dass wir das noch zum Thema genommen haben und dann eben auch ummünzen, dass das Ganze einen ganz anderen Inhalt bekommt. Geil, wie jetzt bei einem Mikrofon rumarbeitet. Viel Spaß, als wir uns überlegt hatten, wie wir es machen wollten. Und dann hat das dann auch so bei mir weitergearbeitet. Dann habe ich die nächsten Ideen gehabt, die ihr auch toll aufgenommen habt und umgesetzt habt. Und dann heute war das für mich schon toll, also in diesen ganzen Raum reinzukommen, die ganze Technik zu sehen. Der absolute Oberhammer ist, wenn ihr untereinander sprecht. Davon verstehe ich nur die einfachen Worte wie ist und dann und wenn. Und alles andere sind für mich absolut böhmische Dörfer, die ihr das so sagt, von der Technik her. Also ich möchte in erster Linie natürlich potenzielle Wählerinnen und Wähler von unserer grünen Arbeit überzeugen. Ich möchte mit meinem Sicht dafür auch stehen, dass wir diese soziale, ökologische und gerechte Komponente in dieser Welt weiter aufrechterhalten wollen. Ja, und dann freue ich mich natürlich schon sehr drüber, wenn jetzt dieses Werk auch gute Verbreitung findet und dass es eine gute Arbeit wird, die sich dann auch dementsprechend vielleicht vermehren und besser noch an den Mann oder an die Frau bringen lässt. Wir bearbeiten gerade mehrere verschiedene Einstellungen aus verschiedenen Distanzen. Und diese Einstellungen sind dazu da, eine Dramaturgie zu erzeichnen. Super, perfekt. Jetzt bleibst du bitte hier so stehen und schaust mal nach unten. Und das wird unser Schnittbildmaterial, über das wir den Overvoice laufen lassen. Wir haben natürlich das Ganze heute ein bisschen overpowered, falls ihr das seht. Hallo, alle Einstellungen, in denen die Dagmar selber drauf ist, die werden jetzt aufnehmen und später natürlich die Fotografie noch nacharbeiten am Sonntag. Da machen wir dann die ganzen Fotos und das alles wird dann zusammenkommen in der Postproduktion. Heute ist natürlich der Dreh relativ kurz, ist aber trotzdem relativ aufwendig. Das ist jetzt so die neue Zukunft des Selfie-Sticks, ne? Ja. Yeah. Riesenkamera auf dem Pod. Ja. Kann man sich so... Ich denke, dass die Schwierigkeit wird für mich sein, über Minuten lang diese Kamera ruhig in der Hand zu halten. Weil ich glaube nicht, dass das allzu einfach sein wird. Nee, das hat sogar ein gewisses Gewicht, das Gerät. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber also ich hätte das schon mehrfach gebrauchen können. Ich habe das letzte Mal ein Selfie gemacht mit meinem Handy. Dagmar mit Helm. Sieht unwahrscheinlich attraktiv aus. Sportlich dynamisch. Nicht so wie heute. Heute ist ja alles... Heute ist alles professionell. Wahnsinn. Diese tollen Akkus hier, die Eneloop-Akkus, verbauen wir deswegen. Die kosten 4 Stück 50 Euro und die sind relativ leistungsstark von der Milliampere-Zahl 2500. Mag jetzt nicht so viel klingen, aber die haben einen Ladezyklus von 1000 Ladungen und in diesen 1000 Ladungen nehmen sie nur um 10% Leistung ab. Das hast du halt bei keinem anderen Handyakku oder irgendwas, die Langlebigkeit, die geschaffen ist und die Kobaltschicht ist extrem dünn. Anode, Kathode leiert nicht so schnell aus, also wir haben keinen so starken Elektrolyse und Verschleiß wie bei anderen Akkus und Batterien. Und deswegen nimmt man den professionellen Bereich, weil sie nicht
degraden über die Zeit. Natürlich nicht, was machen wir da oder so, weil wir sind ja hier alle professionelle Arbeiter. Ne? Nicht, dass wir jetzt die Politik überleben sind. Krass, was machst du eigentlich schon wieder? Akku wechseln. Akku wechseln, siehst du, jeder von uns hat einen Plan. Der absolute Wahnsinn. Wir haben leer mal Ladegeräte da. Ist ja leer? Zum Ende. Fahrrad-Piep. Wir haben für alle anderen Kameras genug Akkus. Ja. Richtig. Du hast genauso ein Redebedürfnis wie ich. Also ich rede überhaupt nicht viel. Nee, findet ihr, dass ich viel rede? Nee, normalerweise bin ich der leiseste im ganzen Video. Siehst du? Er weiß genau, was er tut. Er sucht seine Kamera. Gell, Carsten, mit Akku. Mit Akku? Nee. Warum hast du den vergessen? Nicht. Du bist mein Gehirn. Jetzt sind wir relativ weit mit unseren Einstellungen und machen Kunstaufnahmen. Ah, oh, schau mir die Augen, Kleiner. Einen interessierten Blick. Ein bisschen näher ran. Bei der Beleuchtung ist es natürlich immer kritisch, vor allem im Video, weil man im Videobereich viel mehr Licht benötigt als im Fotobereich. Im Fotobereich, weil der Alex völlig unterbelichtet ist. Der kritische Punkt aber bei der ganzen Sache ist, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr jetzt eine Glühbirne habt und ihr wollt die ganze Sache doppelt so hell machen, also doppelt so hell gestalten, reicht es nicht, eine zweite Glühbirne zu nehmen, ihr braucht vier. Und wenn ihr diese vier Glühbirnen doppelt so hell haben wollt, braucht ihr 16. Das Ganze funktioniert exponentiell, weil unsere Augen Helligkeit auf der Lumina-Skala anders wahrnehmen. Hör auf, die Farbe zu ändern. Immer dran denken, falls ihr die Lichtverhältnisse ändern wollt und ihr braucht eine doppelte Helligkeit, müsst ihr es viermal so hell machen, um die doppelte Helligkeit zu erreichen. Genauso gilt das Ganze beim Gain. Wenn ihr beim Gain etwas doppelt so hell gestalten wollt, kriegt ihr viermal das Rauschen in euer Bild rein. Das müsst ihr beachten. Was ich vom heutigen Tag mitgenommen habe, ist, dass der Drehaufbau und überhaupt die ganze Produktion mit unserer Drehcrew und unserer Hauptdarstellerin um einiges flüssiger gelaufen ist, als ich es erwartet habe. Normalerweise läuft ein Dreh eigentlich nie glatt und es sollte sich keiner jemals einreden, dass eine geplante Produktion mit extrem vielen kritischen Faktoren, die schiefgehen können, so glatt durchläuft. Übrigens, das Framing hier ist wunderschön, ne? Das ist alles so zum goldener Schnitt 2:3, Fibonacci, wuhu! Achtet bei der Kartierung drauf, dieses Auge hier, mein Kopf, müsste so ungefähr in der oberen linken Bildhälfte sein. Die Beleuchtung ist auch wichtig. Wir haben hier nicht eine normale Dreipunktausleuchtung, weil sowas nicht mehr so ganz modern ist. Deshalb haben wir trotzdem Führungen auf heller, aber wir haben weiche Lichteigenschaften durch diese Reflektoren hier. Die brechen noch ein bisschen, machen das Ganze diffus und dann wirkt das Ganze ein bisschen romantisch und verspielter. Was natürlich für ein Making-of auch schön ist, weil man ja da nicht die ganze harte und kontraststarke Emotionsfindung haben will, sondern wir wollten einfach nur ein bisschen rüberbringen, wie so ein Live-Erlebnis ist. Und dann bin ich auch mal raus. Jetzt sind wir ja quasi am Ende dieser Folge und am Ende unseres Drehs. Ne? Gibt es für dich sowas wie eine Rekapitulation? Erstmal ist der Herr Angelo Pocconi, den ich hier vorstelle, ein guter alter Schulfreund von mir, der selbstständig ist natürlich im Bereich Mediengestaltung und produziert extrem viele Filme, Videos. Glasperlen, Spielray, Gavi, alles durch. Und wir haben uns natürlich dann entschlossen, hey, wir haben eine Chance, zum ersten Mal einen kinotauglichen Werbespot zu machen. Wir sind natürlich jetzt hier völlig parteilich unpolitisch, aber es ist natürlich schon mal eine Gelegenheit und eine interessante Aufgabenstellung. Wie bringe ich ein Programm oder eine Anforderung herüber in einem begrenzten kurzen Zeitrahmen von ungefähr 30 Sekunden kurz knackig auf den Punkt mit einer Botschaft und die Leute nehmen was mit, ohne schlecht gelaunt zu sein, weil es sich um Politik handelt. Das hat uns gereizt, das wollten wir produzieren. Daran sitzen wir gerade. Wir greifen natürlich keine Richtung, in die es gehen soll. Wir sind weder in eine linke noch in eine rechte Richtung orientiert, weil wir objektiv gegenüber dem Produkt sein müssen und nicht den Inhalten. Deswegen steht am Ende von diesen Spots auch immer hinten dran, für den Inhalt der Wahlwerbespots sind die Parteien verantwortlich und eben nicht die Produktionsfirmen. Denn es ist vollkommen egal, ob jetzt die Linken zu uns kommen, die Grünen oder eine
SPD. Es geht ja nur um die 200-300 Leute, die wir jetzt durch dieses Video verlieren, weil sie natürlich wieder... Weil sie denken, wir arbeiten für die Grünen oder ihr arbeitet mit eurem Geek-Freaks-Kanal für die Grünen. Nein, ich sag nichts. Sag lieber nichts, sag lieber nichts. Weil der Shitstorm steht jetzt schon unter diesem Video. Warum machst du das? Warum ich mit dir arbeite? Ja, freiwillig. Ich meine, du hast schon einen gewissen Sadisten in dir, aber... Ja gut, so ein bisschen Sadismus muss man tatsächlich haben, wenn man mit dem Alex zusammenarbeitet, das stimmt. Und ich saß neben diesem Typen 3 Jahre in der Filmschule, in der Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Wissen ja viele auch nicht, der Alex ist Bild und Ton. Übrigens, Gerd gehört auch zu der Riege von Leuten, die sich für diese Videoproduktionen immer wieder an den Abgrund... Wenn du anfängst, in diesem ganzen Wirrwarr zu arbeiten und dich absetzen willst, musst du investieren. Es geht nicht anders. In die Zukunft und in dich selbst. Komische Teil, was da drüben steht, was wir heute für einen Dreh verwendet haben, ist schweineteuer. Und das ist natürlich auch die Frage, die sich dann viele Leute immer stellt: Warum machen wir so aufwendige Produktionen, obwohl wir kein Geld dafür bekommen? Also jetzt allein mit unserem YouTube-Kanal. Die Leute denken, wow, die müssen ja einnehmen und Sponsorings und was auch immer. Das funktioniert so nicht. Man will in einer Profession besser werden oder setzt sich ein Ziel und man sucht sich immer die Dinge, die man nicht kann. Weil nur die Dinge, die man nicht umsetzen kann, die man noch nicht selber gemeistert hat, die bringen einen weiter. Ein kurzer Werbeclip ist, den man zusammendreht, ob es Kooperationen sind, ob es Auseinandersetzung mit neuer Technik ist, ob es Auseinandersetzung mit Politik ist. Es sind die neuen Erfahrungen, die einen dazu bringen, sich selber zu erweitern, und wer nicht versucht, besser zu werden, ist nicht mal mehr gut. Ja, kann ich nur unterstreichen, absolut. Das Grundproblem ist einfach, dass viele Leute denken, ich nehme eine Spiegelreflexkamera in die Hand und drehe jetzt einen Video-Werbespot. Und jetzt lachen beide schon wieder hier, der auch hinter der Kamera. Wenn jemand etwas richtig lernen will und etwas richtig umsetzen will, geht nichts drüber über Heimschule. Und das vergessen die meisten Leute. Die denken sich, ich nehme den schnellen Weg, ich hole mir das jetzt und drauf los. Aber sich beibringen, wie das Ganze funktioniert, Stück für Stück. Beleuchtung. Schaut hier zum Beispiel, gutes Beispiel, Angelo hat Licht gesetzt. Licht ist ziemlich cool. Ich habe jetzt auf dieser Seite kein Licht, auf dieser Seite haben wir ein schönes Licht. Dadurch erzeugen wir eine dramatische Situation mit einem schönen Rahmen und einem wunderschönen Hintergrund, der uns leider nicht gehört. Tolles Auto. Aber allein das hier ist ja nichts aufgezeichnet, sondern wir haben extra eine Kamera, die hier unten steht. Und diese Kamera filmt nur dieses Teil, dass wir ein schönes Bild bekommen. Das sind Sachen, die fallen den Leuten nie auf. Oder wenn wir eine Folge zu Hause drehen und man hat den Hintergrund schön unscharf, wie machen wir das? Ja, wir haben einen Nebelwerfer, der im Hintergrund Zeug hantiert. Das macht alles immer nur so 1-2% aus, so ein Feeling im Bild. Schau mal, bestes Beispiel, ihr benutzt Komplementärfarben, das habe ich gesehen. Ich schaue nicht häufig bei euren Videos rein, aber das ist mir aufgefallen, das habe ich gesehen. Und dann gibt es solche anderen YouTuber, die stellen sich vor eine weiße Wand und fangen an zu reden. Der Inhalt ist wichtig, das ist richtig, aber die visuelle Präsenz von dem Ganzen, das muss das Ziel sein, das beides zu verbinden, und ich glaube, da gibst du mir recht. Natürlich. Und das muss im Einklang sein und funktionieren. Und das ist auch der Grund, warum beispielsweise auch solche Autowerbungen immer so gestaltet sind, dass es wunderschön aussieht. Man sieht nur kurz das Auto, es fährt vorbei. Keiner sagt euch, dass der Mercedes jetzt 300 PS hat. Das steht nirgendwo in der Werbung. Technisch alles cool, der Ton muss stimmen. Das ist ja hier der Audio-Nazi, das wissen viele nicht. Hat in der Mediengestalter-Schule den Titel Audio-Nazi gehabt. Schön, dass das Wort Nazi noch mal in einem musste sein. Musste. Klar. Das wäre auch schön demonetarisiert dann. Wenn du kommerziell mit dem Ganzen hier erfolgreich sein möchtest, dann musst du in einer Liga spielen und die Fähigkeiten besitzen, damit dir Leute überhaupt Geld dafür geben. Das heißt, du musst viel rein investieren, ohne dass du jemals einen einzigen Cent siehst. Im Gegenteil, du zahlst wirklich drauf. Klar, man kann auch einen Film für 50.000 drehen, aber die Leute haben so viel da rein investiert, das ist auch bei den Schauspielern so in Hollywood. Am Anfang gibt es einen riesen Pool an Schauspielern, die machen das kostenlos. Und danach können sie Gagen verlangen, wo sie sagen, hey, ich habe jetzt einen gewissen Standard und jetzt verlange ich halt mal 2 Millionen für das Ganze. Dass wiederum dann 1 Million wieder zurückgezahlt wird nach der Produktion, das sind so die internen Sachen, die erfährt man so nebenbei. Es ist egal, ob man jetzt Technik interessiert ist, Politik interessiert ist, ob man Videos drehen will, ob man etwas produzieren will, irgendetwas schaffen, ob ihr Maler seid, was auch immer. Es geht eigentlich nur um das Grundprinzip, das Equipment oder eure Kontakte sind als allererstes überhaupt nicht wichtig. Man kann auf allem drehen, man kann auf dem letzten Handy drehen, und damit haben wir auch einiges gedreht aus dieser Reihe. Man kann mit dem arbeiten, was man hat. Das Konzept und die Story sind das Wichtige. Die Story, die man vermitteln will. Es geht darum, dass man sein Konzept in der Hand hat, dass man weiß, was man tut. Und alles andere außenrum, Equipment und Beiwerk, ist erstmal völlig egal, weil das prozentual gesehen viel weniger ausmacht
als die Idee hinter dem Projekt, das man eben hat. Und ein Projekt zu haben, ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, egal in welche Richtung es erstmal geht. Ohne Leidenschaft und Feuer macht ihr das nicht, denn es rentiert sich nicht. Es würde sich mehr rentieren, wenn wir jetzt sagen würden, Alex, wir gehen nochmal in die Berufsschule, wir machen jetzt eine Bankerlehre. Ja. Schönes Beispiel, die Dagmar, die da hinten so werten guckt und schaut. Die steht da so. Wir können das jetzt nämlich live zeigen. Und zwar ein gutes Beispiel für Feuer, weil auch diese Frau hat in ihrem Leben schon einige Jobs gemacht, in denen sie viel weniger bezahlt wurde, als eigentlich angemessen ist. Aber nur so bewegt man was. Schaut dir den Carsten an, da. Geh mal auf den Carsten. Der gute Carsten, der macht ja auch für uns das meiste Zeug für lau. Und wie viele Überstunden der in seinem Leben schiebt, das auch geht auf keine Kuhhaut. Mehr Work als Life. Aber das ist eben der Unterschied, und das ist der große Unterschied, finde ich, zwischen Content Consumer und Content Creator. Jemand, der etwas erschaffen will, steckt da viel Zeit rein, im Gegenzug zu denen, der es konsumiert. Und diese zwei Typen gibt es eigentlich prinzipiell auf der Welt. Die einen, die das Ganze einfach konsumieren, und die anderen, die etwas erschaffen wollen. Jetzt ist natürlich die Frage, welchem Persönlichkeitstyp ihr entspricht, ob es euch das überhaupt wert ist. Aber ich finde, was man schön mitnehmen kann aus so einem Making-of und aus so einem überhaupten Konstrukt ist, wenn man etwas erschaffen will, was eigentlich ein schönes Ziel ist, zeigt es mal, man muss da wirklich Arbeit reinstecken. Aber die Arbeit belohnt sich in der Hinsicht, dass man sich selber weiterentwickelt und vielleicht auch positivere Erfahrungen mitnimmt, als man anders würde. Weil wer konsumiert, der bleibt an dem Horizont stecken, der einen serviert wird. Und wer erstellt, schafft neue Horizonte. Ja, wir müssen jetzt sowieso cutten, weil jetzt geht's ins nächste Video rüber. Also falls euch das Video hier gefallen hat, könnt ihr natürlich hier oben hier wieder mal ihr Verlinkung zu anderen Videos. Aber mach doch hier unten die Verlinkung. Ja, die kann ich nicht machen, weil die werden immer hier oben angezeigt. Ach so, aber ungefähr in diesem Framing, weil hier so viel Platz ist, würden dann noch andere zwei Videos angezeigt, die dann irgendwann mal verlinken auf die Videos, die jetzt endlich erscheinen werden, also in der Zukunft erscheinen werden. Ihr könnt sie natürlich schon anschauen, weil das Video, das ihr jetzt anschaut, ist wahrscheinlich schon eine längere Zeit online. Aber für alle anderen sind hier trotzdem wieder weitere Videos und Verlinkungen natürlich zu unserer Homepage und dem Merchandise-Shop. Ihr kauft immer nichts. Ihr solltet euch mal was angucken. Gebt ruhig mal was aus und gönnt euch was. So, und raus, oder? Carsten, du darfst jetzt mal Schlusswort haben heute. Ja, ein wunderschönes Gespräch geführt, das auch schon wieder über 14 Minuten geht. Ach. Das habt ihr echt wunderschön hinbekommen. Ich bin stolz auf euch, Jungs. Kommt als Outtake auf den Zweitkanal. Deswegen sage ich, ihr seid entlassen. Wir können gehen. Danke, endlich.